Ja, hallo Leute, heute möchte ich euch mal das Real Steel Griffin, die Low Budget Version vorstellen. Und zwar, das ist genaue Typbezeichnung Real Steel E775 Griffin. Das ist die Low Budget Version mit dem 14 C28N Stahl. Und ja, ich habe es heute bekommen und es angenehmes EDC-Messer. Es hat einen Push-Button, ein Lock-System und ja, es ist einfach ein schönes EDC-Messer, kann man nur sagen. 14C28N Sandvik-Stahl, das ist der schwedische. Ist ein Flachschliff dran an dem Messer. Ich habe es vorhin kurz mitgeschnitten und es geht durch Zeitungspapier und so weiter locker durch wie Butter. Und ja, wie gesagt, das ist hier oben noch mit extra Lockverschluss mit Drehknopf. Ich weiß nicht genau die spezielle Typbezeichnung für diesen Lock und ob der wirklich was bringt, wage ich zu bezweifeln. Am Folder allgemein, Batoning und so würde ich nicht machen. Aber das soll jedem selbst überlassen sein. Und hier nochmal die Rückseite mit dem Clip. Ich finde, der ist sehr schön gelungen. Schönes Design mit drin. Ja. So sieht das gute Stück aus. Nochmal besten Dank an Dirk dafür. Wieder alles wunderbar geklappt. Ja, das ist hier, wird wohl Aluminium sein. Ich weiß nicht, ob der Griff selber aus Stahl besteht, glaube ich eher nicht. Das wird wohl Aluminium sein. Offene Konstruktion. Hinten ein Pin. Stand-offs. In Fachkreisen auch genannt. Clip wird auch nur mit einer Schraube gehalten, aber der ist eingesetzt. Das heißt, da kann auch nichts passieren, dass er wackelt oder so. Und schönes EDC-Klingenstand. Nicht ganz 100% mittig, aber ich denke mal, das ist für den Preis noch akzeptabel. Es war damals in der Messergruppe die Aktion mit dem Rabattcode-Gutschein. Also für 30 Euro. Ich glaube, Neupreis hatte ich es auf eBay gesehen, auch über Dirk. Der lag bei 60 Euro dann. Oder 63 sogar, ich weiß es nicht genau. Ja, schönes EDC. Gewicht können wir mal kurz checken. Kleinen Moment. Einmal die Küchenwaage raus hier. Was haben wir an Gewicht? Hello, yo, hello. Moin, moin. 96 Gramm. Also ist EDC-tauglich, definitiv, kann man machen. Und schönes EDC-Knife. Ich trage selber, naja, in der Stadt sollte man es natürlich nicht machen. 42 Jahre weiß man ja, Push-Button-Lock. Und die Klinge, die fällt auf von alleine, wie man es sehen kann. Ja, was kann ich da sonst noch zu sagen? Ich werde jetzt erstmal in den nächsten 2-3 Wochen bei mir tragen und dann mal schauen, wie sich so im Alltag schlägt. Ja, und soweit dazu. Ich kann mal kurz hier Telefonbuch, kleinen Moment. Das ist mal wieder Vorbereitung hier vom Allerfeinsten. Das Örtliche. Schauen wir mal eben kurz. Sorry dafür. Schnitttest. Komme ich ins Bild damit? Also wie gesagt, das ist Telefonbuchpapier. Extrem dünn. Und gut durch, ne, würde ich sagen. Das funktioniert. Also da weiß Real Steel definitiv, wie sie ihre Messer schärfen. Ich habe es noch 2-3 Mal übers Leder gehabt und übers Leder gezogen. Und
Ja. Schärfe ist definitiv out the box gut. Und wie gesagt, einmal übers Leder, noch um den letzten Feinschliff rauszukriegen. Ich bin jetzt auch nicht hier der Spiegelpolitur-Phasen-Typ oder so, der die Messer so extrem oder die Schneidphasen so extrem poliert, dass sie dass sie dann so scharf sind wie ein Skalpell oder so. Ganz so heftig mache ich das, ne? Ich habe einen Spyderco Sharpmaker und das reicht mir dann. Ultrafeine Keramikstäbe noch dazu. Und ja, wenn das mal so weit sein sollte, dass es stumpf wird, dann werde ich da mal rübergehen. Alles klar, das war es soweit von mir. Mein allererstes YouTube-Video. Schönen Gruß an Hilly Billy. Und der hatte nämlich das Video Knife Talk, Knife Show oder Knife Talk Show gestartet. Und da habe ich mir gesagt, okay, jeder hat heutzutage eine Kamera. Er hat auch recht, jeder hat eine Kamera, jeder kann ein Video hochdrehen, das ist kein Problem. Und da habe ich mich zum Entschluss entschlossen, dass ich auch mal starten werde. Gut, so viel dazu. Und ja, wir sehen und hören uns das nächste Mal. Und eventuell dann noch eine andere Vorstellung. Ich muss mal gucken, CT0550 habe ich auch noch da. Werde ich mal sehen, was ich da noch so machen kann. Gut, hier nochmal ein kleines Close-up für euch. Also, ich kann es empfehlen. Gut, das war's von mir. Und dann bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Bis dann. Ciao.